Freunde, wir haben uns heute mal eine kleine Sitzgruppe aus Beton gezaubert. Wir hatten schon so ein paar Sachen fertig und haben jetzt noch diese tollen Mauerabdeckplatten dazu bekommen und haben uns gedacht, damit kann man eine ganz tolle Sitzgruppe bauen, schnell und einfach. Und wir zeigen euch, wie das geht. Bleibt dran, viel Spaß. Wir hatten euch vor kurzem mal gezeigt, dass wir solche tollen Mauerabdeckplatten haben. Diese Mauerabdeckplatten, die gibt es ja in verschiedenen Breiten, in verschiedenen Formen. Also, dass der Rand gerade ist oder dass er geschwungen ist. Wir zeigen euch mal die Platte hier ein bisschen näher. Warte mal. Also ihr seht jetzt hier, dass das so ein bisschen geschwungen ist. Hier sind die Rillen, dass man das irgendwo aufsetzen kann. Also das ist eine schöne Breite, dass man da vor allem auch eine Bank draus bauen kann, haben wir uns gedacht. Also wir haben jetzt, das sind glaube ich 42 cm oder so in der Art, gibt verschiedene Breiten, also wie breit das ist, könnt ihr euch aussuchen und wir bauen da jetzt einfach mal eine Bank. Wir hatten uns vor kurzem mal, oder was heißt vor kurzem, wir haben uns irgendwann mal solche Töpfe gegossen. Das waren so Plastiktöpfe und da hatten wir einen Tisch draus gebaut, eine Bank draus gebaut. Die Platte, die wir da oben drauf gesetzt haben, hat aber nicht so lange gehalten, weil die eben zu dünn war. Da hatten wir bloß so eine Fußmatte genommen und haben da den Beton reingegossen. Und wenn wir jetzt natürlich diese tollen Mauerabdeckplatten haben, dann sieht so eine Bank richtig cool aus. Wie wir diese Töpfe gießen, zeigen wir euch in einem gesonderten Video. Das verlinke ich euch einfach. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal neu machen. Wir haben ja die Steine oder Füße jetzt praktisch fertig. Dann könnt ihr euch das nochmal angucken, wie wir das damals gemacht haben. Und wir bauen uns jetzt einfach mal eine Bank zusammen und das hier ruckzuck. Kannst du nochmal ein Video machen? Wir haben jetzt einfach mal zwei von diesen Töpfen, sind das ja eigentlich Pflanztöpfe, die kann man als Pflanztopf auch nehmen, übereinander gestellt. Einmal, dass unten der Boden ist und einmal, dass der Boden oben ist. Und da kommt jetzt einfach bloß noch die Platte, die Mauerabdeckplatte drauf. Man kann das jetzt noch mit Beton alles verbinden, um das fest zu haben. Wir wollen es euch jetzt bloß mal zeigen, wie es funktioniert. Wir haben noch nicht den richtigen Platz gefunden, wo wir die Bank hinsetzen, aber vielleicht einfach hier so einen Garten ins Grüne. Und dann kann man sich da drauf setzen, weil die Platten halten wirklich. Wir machen jetzt einfach mal die Platte drauf. Du kannst die Platten auch als Tischplatte nehmen. Wenn du jetzt eine Tür bauen würdest, geht das auch als Tischplatte. Wenn du jetzt noch einen dritten drauf setzt, ja, genau, kannst du das auch als Tischplatte nehmen. Genau, zwei übereinander und dann hast du eine Bank und drei übereinander, dann hast du in der Mitte auch noch einen Tisch, ja. Wenn das mal nicht edel ist. Und das ist ganz einfach und schnell gemacht. Ihr müsst ja nicht die gleichen Füße nehmen, die wir jetzt genommen haben. Ihr könnt irgendwelche anderen Töpfe nehmen, die ihr gießt und dann die Platte da oben drauf machen. Aber so ist es eine coole Bank. Und wenn wir jetzt, haben wir noch, wir haben glaube ich auch noch hier noch Dinger, um noch einen Tisch davor zu setzen. Wir haben jetzt einfach noch einen Tisch dazu gemacht. Also wenn man jetzt zwei Töpfe in gleicher Höhe übereinander setzt, zwei Beine daraus macht, hat man die Bank und wenn man drei übereinander setzt, dann hat man eben noch einen passenden Tisch zu und so kann man sich eine ganze Bankgruppe, Sitzgruppe machen. Also ist eine coole Sache. Diese Platten sind wirklich vielseitig. Schaut euch das ruhig mal an auf der Internetseite und ja, vielleicht baut da sowas mal nach und schickt mir einfach Bilder auf meiner Facebook-Gruppe, auf Facebook-Seite. Also ich würde mich freuen. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein. Denn wir zeigen euch immer wieder die neuesten und tollsten Sachen, die wir finden oder machen. Und das ist wieder eine feine Sache. Einfach und schnell. Ja.